Haben Sie ihn erlebt, den legendären Bruce Lee in Aktion? Er ist ja selbst nur 32 Jahre alt geworden, 1973 gestorben. Geboren wurde er in San Francisco. Das war für Sie eigentlich fast ein bisschen, wenn Sie Boxfreunde sind, vielleicht eine Einstimmung, wenn Sie aufbleiben möchten bis morgen früh oder vielleicht kurz ins Bett und dann wieder aufstehen, wenn Wecker sich stellen möchten. Um 3.10 Uhr, ab 3.10 Uhr sind wir live dabei, wenn in Atlantic City, in dieser Spielerstadt, die Weltmeisterschaft im Schwergewichtsboxen über die Bühne geht. Der große Meister ruft zum Kampf, nämlich der gegenwärtige Weltmeister Mike Tyson. Er ist 97,5 Kilo schwer, 1,78 groß, und er fordert den jungen 26-jährigen Tyrell Biggs heraus. Und zwar ist der Herausforderer, der Biggs, 1,95 groß und 103 Kilo schwer. Wenn Sie diesen Kampf sehen möchten, dann verpassen Sie bitte diese Gelegenheit nicht bei RTL Plus live, dem einzigen Sender, der das überträgt, heute Nacht kurz nach 3.10 Uhr. Ja, und jetzt kommen wir, wenn ich mich nicht ganz irre, zum Moment. Zum Horoskop noch nicht. Doch, Grant Nibon hat es für Sie zusammengestellt, Ihr Horoskop von morgen. Ich hoffe, es gibt nur gute Prognosen. Hallo. Ihr Horoskop für Samstag, den 17. Oktober 1987. Widder, Ihr Privatleben wirkt ruhig. Auch im Beruf tut sich nicht viel. Sie haben ziemlich viel Mut und können selber für Bewegung sorgen. Sagen Sie einem geliebten Menschen doch einfach mal wieder, was Sie von ihm halten. Und sagen Sie alles klar und deutlich, und schon kommt Bewegung in Ihrem Alltag. Stier, kein anstrengender Tag für Sie. Sie müssen Zeit haben, die Dinge zu machen, die Sie sich vorgenommen haben. Vorsicht vor größeren Geldausgaben. Und Sie könnten am Abend jemanden kennenlernen. Hier ist auch etwas Vorsicht geboten. Vergessen Sie nicht, dass erste Eindrücke oft täuschen können. Zwillinge, Sie sollten aufpassen, dass Sie sich nicht übernehmen. Unerwartete Ereignisse bestimmen weitgehend den Tagesablauf. Lassen Sie es am besten einfach drauf ankommen. Sie sind eigentlich ganz gut gelaunt, und das, was Sie vorhatten, kann man auch zu einem späteren Zeitpunkt erledigen. Am Abend müsste alles zu Hause harmonisch verlaufen. Krebs, ein guter Tag für Sie. Sie können viel erledigen, wenn Sie dafür gesorgt haben, dass Außenstörungen ausgeschaltet sind. Sie fühlen sich in Topform und freuen sich, dass Sie richtig zupacken können. Den Abend sollten Sie möglichst zu Hause verbringen. Seien Sie bereit, Ihrem Partner eine schlechte Laune zuzugestehen. Löwe, dieser Tag kann hektisch werden. Hoffentlich sind Sie gut vorbereitet. Sie fühlen sich ganz kräftig, und das ist gut so. Ihre Umwelt verlangt ziemlich viel von Ihnen. In der zweiten Tageshälfte sollten Sie versuchen, kritische Bemerkungen zu unterlassen. Diese würden nur falsch verstanden werden. Der Abend kann überraschend heiter sein. Jungfrau, versuchen Sie, sich nicht mit Macht im privaten Bereich durchzusetzen. So sparen Sie sich viel Ärger. Der Partner hat mit Sicherheit an diesem Tag die besseren Ideen. Tun Sie lieber, was er will. Es könnte Ihnen sogar Spaß machen. Abgelenkt werden Sie auf jeden Fall, und das haben Sie zurzeit nötig. Waage, an diesem Tag haben Sie die Gelegenheit, sich richtig auszutoben. Sie platzen vor Energie. Sie haben das Gefühl, Sie könnten Bäume ausreißen. Sie verstehen sich auch sehr gut mit Ihrer Umwelt. Man ist gerne in Ihrer Gesellschaft. Etwas vergesslich sind Sie, aber nur unwesentliche Dinge sind hier in Gefahr. Und der Abend kann sehr romantisch werden. Skorpion, Sie sind an diesem Tag etwas gutgläubig. Passen Sie auf, dass niemand Sie übers Ohr haut. Vor allem, wenn Sie einkaufen gehen. Und das Finanzielle sieht leider nicht so günstig aus. Nicht, dass Sie nachher bereuen, dass Ihr Geldbeutel leer ist. Ansonsten sind Sie in guter Form. Ein kleines Missverständnis am Abend müsste schnell aus der Welt zu schaffen sein. Schütze, anders sieht es bei Ihnen aus. In der Früh stehen Sie sich fast selbst im Wege. Sie fühlen sich verunsichert. Sie werden leicht aggressiv, wenn jemand Sie an Ihren Verpflichtungen erinnert. Versuchen Sie, sich zurückzuhalten.
dann laufen Sie nicht Gefahr, zu viele Menschen durch Ihre Dickköpfigkeit zu verärgern. Steinbock. In der ersten Tageshälfte sind Sie etwas empfindlich, aber nachher ist alles wieder in Ordnung. Ein guter Tag übrigens für sportliche Aktivitäten. Diese bringen Ihnen auch die nötige Abwechslung vom alltäglichen Trott. Am Abend kann eine Einladung plötzlich kommen. Nicht ablehnen, Sie würden viel Spaß haben. Wassermann, dieser Tag stellt einige Forderungen an Sie. Bitte weichen Sie nicht zurück. Sie brauchen gar nicht ängstlich zu sein. Sie können alles mit der richtigen Einstellung schaffen. Sie sollten auf die Wünsche von Verwandten oder Nachbarn hören. Widmen Sie am Abend dem Partner die Aufmerksamkeit, die er verdient. Fische. Sie können mit einem guten Tag rechnen. Sie sind besonders kreativ und können diese schöpferische Verfassung sofort in Taten umsetzen. Mit Ihrer Umwelt verstehen Sie sich sehr gut. Sie fühlen sich entspannt. Das ist gut so, denn die nächste Arbeitswoche, die wird ziemlich anstrengend und jede Entspannung zur richtigen Zeit kann nur gut für Sie sein. Und das war es wieder von mir. Ich wünsche Ihnen allen einen sehr schönen Tag. Bis morgen. Herzlichen Dank, Grant Nibon. Ich habe mir gerade sagen lassen von der Regie und der Redaktion, der Satellit ist wieder aus dem Erdschatten getreten. Das heißt, alle Satellitenzuschauer können uns zurzeit wieder sehen. Und das war heute auch der letzte Abend, wo sie ausgeschlossen waren. Das heißt, künftig ist wieder alles beim alten Programm. Bei RTL Plus ist für Sie zu Hause zu sehen, so wie bei den anderen auch durchs Kabel. Ich möchte darauf hinweisen nochmal, wenn Sie aufbleiben möchten, in gut zwei Stunden wird der Boxkampf des Jahrhunderts beginnen. Der Schwergewichtsweltmeister Mike Tyson wird antreten gegen Tyrell Biggs, den 26-Jährigen. Und Sie können sich das live bei RTL Plus mit anschauen, mit Kommentaren von René Weller und Uli Potowski hier live aus dem Studio. Um 3.10 Uhr sind wir auf Antenne live aus Atlantic City mit von der Partie. Ich möchte mich an der Stelle verabschieden. Sie haben es gemerkt, ein bisschen lähmend habe ich heute das Programm geführt, aber mein Kopf ist so zu. Ich nehme jetzt ein riesengroßes Glas Whisky mit heißem Wasser und dann gehe ich knietief in die Haie und lasse mich nicht wieder blicken. Bis morgen, 16.40 Uhr, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei RTL Plus. In diesem Sinne, gute Nacht, tschüss und auf Wiedersehen mit einem schönen Musikstück mit Stevie Wonder und I Just Called to Say I Love You. Tschüss, gute Nacht. To celebrate, no chocolate covered candy hearts to give away, no first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No.
Love.
und herzlich willkommen zur Neues Leben Fernsehevangelisation. Mein Name ist Wilfried Schulte. Ich freue mich, dass ich Sie hier im Neues Leben Zentrum begrüßen darf. Der Mensch sucht nach Freude. Ganz besonders merken wir das bei Kindern. Wenn ich länger als 8 Tage unterwegs bin, dann haben wir bei uns zu Hause eine Vereinbarung, dass ich den Kindern etwas mitbringe. Etwas Schönes, einen Ball oder was immer den Kindern Freude bereitet. Nur habe ich festgestellt, dass nach einer gewissen Zeit das Spielzeug in der Ecke liegt und damit auch der Anlass zur Freude nicht mehr greifbar ist und die Freude auch nicht mehr vorhanden ist. Wenn ich nun ehrlich bin, dann merke ich, dass wir als Erwachsene eine ähnliche Erfahrung machen. Nur unsere Spielzeuge sind etwas teurer geworden. Aber auch wir suchen nach Freude, nach Dingen, die uns Freude bereiten. Und wir merken so oft, dass die sichtbaren Dinge dieser Zeit auch vergänglich sind. Und daher auch die Freude, nach der wir uns sehnen. Gemeinschaft mit Gott schenkt uns eine bleibende Freude. Evangelist Anton Schulte wird heute Morgen darüber sprechen, Gott erfahren eine bleibende Freude. Doch zuvor singt das Neues Leben Singeteam. Die größte Freude, die es in meinem Leben gegeben hat, war Gott kennenlernen.